passend zur Weihnachtszeit zeige ich euch jetzt unser letztes Geländetraining. Wir sind im Anfang November oder Ende Oktober war es, nochmal nach Pretschwitz gefahren und haben die letzte Möglichkeit eines Geländetrainings nochmal genutzt. Cantino hatte dann auch keine Eisen mehr drunter, also auch keine Stollen, aber wir waren Anfang der Saison schon mal in Pretschwitz, da ging das auch gut ohne. Und genau, ich hatte noch Maren mit Poldi mit. Maren ist ja mit Poldi diese Saison auch schon mal einen Geländereiter geritten. Und da finde ich das immer ganz gut, wenn wir die halt öfter mal mitkommen. Ja, leider ist aber dem Film immer ein bisschen schwierig. Ich hatte ein neues Kind zum Film mit und das mit dem Heranzoomen. Ja, das ist noch nicht verstanden worden. Also ab und zu müsst ihr mich ein bisschen suchen. Aber ich habe jetzt die erste Runde, genau wie Maren, erstmal so ganz kleine Sachen mit Quentino gemacht. Einfach erstmal Fluss reinkriegen. Wir sind ja auch zum Trainerschein Geländesprünge gegangen. Allerdings war das jetzt nichts krass Wildes, deswegen jetzt hier erstmal ganz gemütlich reinkommen. Ich liebe ja Geländetraining mit Cantino, weil ich ihn einfach ein bisschen galoppieren lassen kann. Und eigentlich ist er auch im Gelände überhaupt nicht so, dass er irgendwie stehen bleibt oder vor irgendwas Angst hat. Das war an dem Tag ein bisschen schwierig an manchen Stellen, aber das werdet ihr dann gleich sehen. Denn eigentlich kann ich ihm da wirklich blind vertrauen und er macht das ja super. Maren hat mit Polly jetzt das Gleiche gemacht. Bei Maren war es so ein bisschen das größte Problem an dem Tag, dass sie ihn einfach nicht gut an die vorwärts treibenden Hilfen bekommen hat. Und dadurch ist er da immer so ein bisschen sehr gemütlich rumgebumstelt. Also das muss sie auf jeden Fall üben, dass sie da doch entschiedener mit ihren vorwärts treibenden Hilfen dann auch durchkommt. Und zur Not lieber dann einmal die Gerte benutzt, damit er auch wirklich begreift, dass er auf ihre vorwärts treibende Hilfe zu reagieren hat, als da dauernd mit dem Schenkel zu klopfen und keine Reaktion zu bekommen. Ja, Maren ist, wie gesagt, mit Poldi ja schon ein bisschen Gelände erfahren. Natürlich alles noch nichts Wildes, aber Poldi ist mit mir ja auch schon bis Vielseitigkeit gelaufen. Er ist also da durchaus sehr erfahren und kennt auch solche Sachen wie Graben, Gräben und Stufen und so weiter. Dementsprechend ist er da ein gutes Lehrpferd, aber man muss ihn natürlich trotzdem ein bisschen hinreiten. Also ihr werdet auch hier im Video sehen, wenn man ihn so gar nicht hinreitet und gar nicht unterstützt, dann springt er natürlich auch nicht von selber ab. Ich meine, warum sollte er? Also man muss schon ein bisschen reiten. Die erste Runde hat ja aber sehr gut und harmonisch geklappt. Nur jetzt der letzte, den hat sie irgendwie so, da wurden sie immer langsamer. Und dann haben sie sich da, das sind ja alles so kleine Bobby Leaves, den haben sie einfach so gar nicht richtig getroffen. Deswegen habe ich sie das dann gleich noch einmal machen lassen. Der war hier so fast schon stehen geblieben und dann netterweise gesprungen. Also gleich noch einmal. Ist so lustig, weil Polly weiß halt immer genau, wer drauf sitzt. Also wenn ich da drauf sitze, ich müsste nicht annähern so viel treiben. Ich müsste einmal das Bein rannehmen und schon geht die Party ab. Aber der kann halt auch eine wirklich faule Socke sein, wenn man den nicht so ein bisschen, ja, wenn man nicht so ein bisschen konsequent einfach in seiner Hilfengebung ist, dann kann er da auch sein Leben chillen und da ganz entspannt die Gegend dübseln. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch so Pferde kennt, die so unterschiedlich sind, je nachdem, wie da der Reiter, was da für ein Reiter drauf sitzt. Also bei Polly ist das wirklich sehr extrem, finde ich. Und weil sie den immer noch nicht gut getroffen haben, hat sie es gleich noch ein drittes Mal gemacht. Maren war sehr begeistert von meiner Trainingsmethode. Aber naja, hilft ja nichts, ne? Wir wollen ja schließlich was lernen. Ich reite auch noch ein bisschen im Bildraum mit Quentino. Sehr schön. Und jetzt beim dritten Mal haben sie ihn dann aber wirklich einigermaßen gut getroffen und sind auch einigermaßen gut hingaloppiert. Deswegen war das dann im Moment erstmal okay. Ich habe jetzt dann natürlich die Parcours für Quentino mal etwas anspruchsvoller gemacht, als sie dann für Polly sind. Einfach, weil ich mit Quentino ja auf E-Niveau auch schon Geländeprüfungen reite und vielleicht auch mal irgendwann auf A1-Sterne-Niveau möchte. Genau, angefangen habe ich jetzt mit dem Wasser. Da war zwar kein Wasser drin, aber es war halt trotzdem ein unbekannter Weg. Deswegen bin ich erstmal im Trab reingeritten und dann halt wieder rausgaloppiert. Hinten raus lag ein kleiner Baumstamm. Könnt ihr jetzt hier so ein bisschen sehen, aber war, wie gesagt, kein Wasser drin. War abgetrocknet. Und dann bin ich weitergeritten über das Hindernis, von dem ich weiß, dass es die Nummer 12 war beim E-Gelände. Erinnert ihr euch noch? Quentino ist doch da lahm gegangen an dem Tag, sonst wäre ich das nämlich geritten. Und da dachte ich, als ich das auf den Fotos gesehen habe, dachte ich so, pff, crazy. Weiß ich nicht, ob der da drüber gegangen wäre, aber das hat er super cool gemacht. Also das war echt gar kein Problem. Und jetzt ging es da hinten in den Wald rein. Ich habe euch mal die Sequenzen dann jeweils rausgeschnitten, weil man sieht eh schon nur noch so einen braunen Punkt. Und dann kam ich aus dem Wald wieder raus und da ist so ein weißes Gatter, über das sind wir drüber gesprungen. Und jetzt gleich werde ich den Boden küssen und ihr werdet live dabei sein. Stufen ist eine Sache, die Quentino eigentlich kennt. Also sowohl bin ich sie hier auch schon auf der Strecke gesprungen und auch in Krawinkel viel schlimmere Stufen. Deswegen bin ich so ein bisschen sehr lasch reingeritten. Ich habe es ihm auch nicht vorher gezeigt. Ich bin halt drauf und dann wollte ich wieder runter und Quentino wollte nicht runter. Und weil ich damit nicht gerechnet habe, bin ich dann mal alleine die Treppe runtergeflogen. Nicht schlimm, ich habe mir ja auch nicht getan, aber gleich wieder ruff. Dann bin ich einmal aus dem Trab, habe ihm einmal aus dem Trab die Stufen gezeigt ist. Wie gesagt, eigentlich kennt er das, eigentlich ist das gar kein Thema, aber dem Tag war es anscheinend gruselig, jetzt einfach dran geblieben, Oberkörper hinten gelassen, dann war es auch gar kein Problem und dann, ja, sind wir den Parcours weitergeritten und jetzt steht er mir gleich nochmal an dem Häuschen. Das hat sich da so ein bisschen die Unsicherheit da von der Stufe reingezogen und da war ich hier wieder so ein bisschen zu lasch, weil halt, wie gesagt, eigentlich macht er das im Gelände nicht, also eigentlich hat er da richtig Bock drauf.
dann stand er wieder drin. Dachte ich mir so, na klar. Und also gleich nochmal rum. Jetzt bin ich aus einer recht engen Wendung rumgeritten. Und einmal aus dem Trab, ihn jetzt einfach einmal entschieden drüber zu drücken und einfach mal kurz klar zu machen, dass wir jetzt nicht permanent an irgendwelchen Babysachen stehen bleiben müssen, die wir eigentlich kennen. Also irgendwo gibt es auch ein bisschen Grenzen, aber das hat er dann ganz brav gemacht. Und dafür wurde er dann natürlich auch gelobt. Und beide Elemente kamen natürlich nachher nochmal. So, Maren ist auch zunächst durchs Wasser geritten. Sie ist dann gleich aus dem Galopp geritten. Mit Polly geht das ja, also der hat da keine Probleme mit. Allerdings hat sie dann diesen anderen Sprung ausgelassen, den ich sozusagen als 12er-Sprung im E-Parcours hatte. Den hat sie ausgelassen und ist dann weiter auch Richtung Wald galoppiert. Genau, aber erstmal geht es jetzt hier durchs Wasser und über den kleinen Baumstamm raus. Genau, theoretisch sollte sie jetzt ein bisschen im leichten Sitz vorwärts galoppieren. Beides nicht so richtig vorhanden, aber wir arbeiten dran. Poldi in seinem Schaukelpferdchen-Galopp. Genau, jetzt geht es für sie hinter in den Wald. Aus dem Wald raus, da war dann auch noch ein anderer Baumstamm, der wesentlich viel kleiner war als das weiße Gatter. Das könnt ihr, wie gesagt, von hier aus nicht sehen, aber über diesen ist sie dann drüber gesprungen. Und dann sollte sie auch die Stufen reiten. Für sie war das das erste Mal. Also Stufen hatten wir vorher nicht, nur Berge hoch und runter galoppieren. Also grundsätzlich dieses nach hinten lehnen kannte sie schon als Bewegung auf dem Pferd, aber die Stufe nicht. Ich habe sie halt vorher einmal erklärt, gibt diese Klasse deine Hände erstmal unten, halte ich erstmal fest, versuche die nach hinten zu lehnen und die Zügel durchrutschen zu lassen, dass das Pferd sich wirklich strecken kann. Und ja, das hat nicht so gut geklappt, würde ich sagen. Also Maren und ich dürfen jetzt beide Kuchen backen und zwar beide auch noch an der gleichen Stelle sozusagen. Also hier hat sie ja schon einfach nicht genug nachgetrieben, dann ist sie da aus dem Stand runtergehopst und dann ist sie so sehr elegant abgepatscht. Wir haben es dann gleich nochmal gemacht. Ich habe nochmal gesagt, habe es ihr nochmal erklärt, dass sie sich halt wirklich erstmal festhalten soll, dass er das natürlich auch brav macht, einfach sich auch drauf konzentrieren soll, weiterzutreiben, dass er nicht aus dem Stand da runterspringen muss. Und jetzt war es schon besser. Es war noch nicht optimal, es war besser. Und damit haben wir die Stufen für den Tag dann noch sein lassen. Ich habe sie nachher nochmal bergauf, bergab galoppieren lassen. Weil das natürlich für Polly jetzt auch nicht so angenehm, wenn mir da jemand in den Rücken reinbumpert. Aber nichtsdestotrotz müssen sie das natürlich üben und lernen. Und ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, ich fand es auch super weird, plötzlich bergab zu springen. Ja, und jetzt sollte sie dieses Häuschen mitnehmen. Und da hat sie einfach überhaupt nicht genug getrieben. Also da sind sie dann so stehen geblieben. Also weiß ich auch nicht. Da habe ich dann jetzt aber gesagt, jetzt aber. Also weil ich weiß halt, dass Polly das alles springt. Und ich möchte auch ungerne, dass ihm das in Anführungsstrichen anerzogen wird, dass man auch stehen bleiben kann. Aber das ist das, was ich vorher sagte. Du musst halt schon auch ein bisschen hinreiten. Also wenn du drauf zugaloppierst und dann 5 Meter vom Sprung aufhörst zu treiben, dann wird der nicht von alleine dahin ziehen und da drüber springen. Also du musst schon wenigstens weiter treiben, dann springt er auch. Aber das hat sie jetzt auch sehr gut gemacht, hat ein schönes Grundtempo gehabt und dann sind die da auch super drüber geflogen. Also das hat sehr, sehr gut jetzt hier gepasst. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich glaube, ich habe eigentlich fast nochmal die gleiche Runde wie vorher gemacht. Nur noch vor dem Bergaufsprung vorher mitgenommen, einfach um jetzt dann auch nochmal die Stufe und das Häuschen und so zu üben. Ich habe jetzt aber angefangen hier mit so einem Bergaufsprung, also so eine Art Stufe, aber mit so einem Baumstamm. Ich weiß nicht, was der Fachbegriff dafür ist, es tut mir leid. Hier, wenn ihr jetzt guckt, da ging es dann so berghoch, hat er auch ganz super gemacht. Dann bin ich jetzt, glaube ich, nochmal durchs Wasser. Diesmal jetzt im Galopp, weil das hatte ich ihm ja vorher schon im Trab gezeigt. Und dann bin ich weiter zum Schweinerücken, weil den anderen, den hat er ja super gemacht. Deswegen jetzt einmal gleich den Schweinerücken mitgenommen, aber auch das macht er wirklich super souverän und super brav. Also das passt alles, das hat alles gut hingehauen. Jetzt ging es wieder in den Wald rein. Jetzt seht ihr mich gleich wieder verschwinden und aus dem Wald raus dann wieder über das weiße Gatter. Und dann wieder eben über die Stufe, diesmal aus dem Galopp. Ich hatte ja, nachdem wir uns einmal getrennt haben, da kommt jetzt das weiße Gatter, nachdem wir uns einmal getrennt haben, bin ich ja nur noch mal aus dem Trab geritten und jetzt dann eben noch mal aus dem Galopp. Diesmal habe ich natürlich darauf geachtet, dass mein Oberkörper schön hinten bleibt, dass ich nicht abspringe, bevor das Pferd abspringt, sondern dass ich ihn da schön unterstütze und dann war es kein Problem. Also es war immer noch so ein kleiner Schlenkerer drin, er hat immer noch versucht, da noch mal rauszudrängeln, aber ja, wenn man darauf vorbereitet ist und das weiß, dann geht das auch. Jetzt natürlich nochmal das Häuschen. Das war ja vorher auch nicht so gut getroffen. Deswegen jetzt das Häuschen. Das war jetzt auch gar kein Thema mehr. Und dann den Berg hoch. Und da war nochmal auf dem Berg oben so ein kleines Ding. Genau, Häuschen, jetzt Berg hoch. Und dann bin ich noch zu so einer viereckigen Kiste geritten. Die hatte nämlich schon beim Warmreiten, da bin ich aber überall lang geritten, so angeglotzt. Die fand ich aber echt gar nicht besonders hoch und nicht besonders schlimm. Deswegen wollte ich ganz gerne diese viereckige Kiste auch springen.
und habe halt schon versucht, mich vorher so ein bisschen auch hinzusetzen und ihn da so ein bisschen zusammenzuhalten. Aber man sieht schon, wenn man hinguckt, dass er halt weit vor dem Sprung schon da getan hat, als würde ihn das fressen. Jetzt kommt jetzt da links ins Bild und er fängt jetzt schon an zu stoppen. Also da waren wir schon richtig weit weg. Also bin ich erst einmal mit ihm vorbeigeritten, dachte so, ja, okay, lass ihn nochmal anschauen. Und dann bin ich wieder angaloppiert, habe gedacht, okay, einfach hinsetzen, Schultern hinten lassen, in Ruhe ranreiten, habe so ein bisschen gedrückt und dann ist er mir halt so voll Sliding-Stop-mäßig da reingerutscht und er ist dann halt auch mal so ein Hysteriker, der irgendwie sich im Kreis dreht und hast ihn nicht gesehen. Und ich denke, Alter, also nochmal hingeritten, nochmal gezeigt und dann bin ich jetzt aus dem Trab angeritten, um da wirklich ihn in Ruhe drüber zu drücken. Ich weiß auch sehr, dass er auch aus dem Trab springen kann. Und dann, oh Wunder, konnten wir da springen. Da habe ich natürlich erstmal sehr doll gelobt. Aber das ist halt immer so typisch Quentino, wo du denkst, warum springst du denn nicht einfach beim ersten Mal? Also, naja, muss man halt nicht verstehen, aber erstmal gelobt. Und jetzt kommt noch, da ist so ein Sprung, den seht ihr jetzt, glaube ich, nicht, der ist so weit weg, es war so ein Holzbalken. Und dann hier jetzt auf uns zu. Das ist auch so eine ähnliche Holzkiste und davor liegen noch so Reifen. Das sieht man jetzt halt aus dieser Sicht natürlich nicht. Das, was da hinter dem Schweinerücken steht, da komme ich jetzt rüber. Genau. Das hat er dann auch wieder ganz brav gemacht. Ja, dann kam jetzt noch Thema Graben. Das wollten wir natürlich auch nochmal üben. Da ist ja ein offener Graben und der kommt ja doch öfter mal im E-Gelände dran. Maren hat angefangen, ist aber erstmal nicht drüber gekommen, weil sie einfach nicht... Ach nee, erstmal ist sie nochmal bergauf, bergab galoppiert. Genau, und dann kam der Graben. Also jetzt hier ging es so einen kleinen Berg hoch und dann wieder so einen kleinen Berg. Dann sollte sie eigentlich runtergaloppieren, runter. Einfach nochmal, um dieses Bergauf, Bergab nochmal zu haben. Und jetzt ging es dann zum Graben. Und dann hat sie beim ersten Mal einfach wieder, wie beim Häuschen, so ein bisschen zu lasch hingetrieben. War sich selber nicht so ganz sicher, ob sie da jetzt rüber will oder nicht. Erstmal hat sie den einen Sprung hier noch mitgenommen. Der hat eigentlich sehr schön gepasst. Dann bin ich nochmal mit Quentino auch hingeritten, habe ist nochmal ein bisschen ermutigt, dass das also halt einfach nur ein normaler Sprung ist. Und Polly kennt ja auch Gräben, also das ist ja jetzt auch nicht so, dass der da mega Angst hat, aber du musst halt schon ein bisschen treiben. Und dann habe ich einfach einmal mitgeschnalzt und dann ist der da auch ganz brav drüber gesprungen. Deswegen war jetzt hier einmal der Cut. Ich stehe jetzt auch mit Quentino da hinten, habe ein bisschen mitgeschnalzt und dann ist der da auch richtig, richtig brav da drüber geflogen. Und dann ist sie da jetzt noch über so einem Baumstamm. Das ist halt echt so ein bisschen Suchbild. Suchpolly. Dann ist sie wieder im Wald verschwunden. Das können wir jetzt einmal wieder überspringen. Dann kommt sie da unten wieder aus dem Wald raus und da unten über den Baumstamm. Und dann jetzt nicht nochmal über den Graben, sondern einfach da unten über den Übergang sozusagen. Und nochmal zu dieser kleinen Bank, die da steht. Genau, da ist die kleine Bank. Und jetzt kommt sie noch einmal hier. Den Sprung, den wir vorher in der ersten Runde auch schon mal hatten. Und weil sie den halt nicht gut getroffen haben, durfte sie den gleich nochmal machen. Aller guten Dinge sind schließlich zwei. Und das war dann auch der letzte Sprung für die beiden an dem Tag. Ich denke, die haben sehr viel gelernt, also Maren vor allem. Ich finde halt, also meine persönliche Philosophie ist, die Kinder wollen natürlich alle ins Gelände. Die haben da alle richtig Bock drauf. Aber ich lasse die Kinder halt erst dann ins Gelände, wenn sie eine Klasse höher mit runterfallenden Hindernissen reiten. Also in dem Fall reitet Maren ja eh springen auch mit Polly. Und deswegen darf sie jetzt auf Geländereiterniveau halt auch Geländehindernis reiten. Weil es ist einfach leider nicht von der Hand zu weisen, dass es doch ein bisschen gefährlicher ist, wenn das Pferd doch mal hängen bleibt. Man sollte schon recht sicher Distanzen einschätzen können. Man sollte auch nicht gleich runterfliegen, wenn das Pferd mal ein bisschen weit oder ein bisschen dicht kommt. Und genau, so, ich habe Quentino jetzt einmal den Graben gezeigt. Also ich dachte, reit einfach mal hin, guck mal, was er macht. Er ist natürlich stehen geblieben, deswegen habe ich ihn den Graben gezeigt. Ich hatte Maren auch schon gewarnt, dass ich sie vielleicht als Vorreiter brauche, denn beim letzten Mal ging das auch nur, als Sandra mit Dunja vorne weggeritten ist, weil Quentino findet den super gruselig. Ich bin jetzt aber aus dem Trab rum und man sieht es nicht so genau, aber ich habe ein bisschen gedrückt und dann sind wir echt da drüber gesprungen. Crazy, oder Leute? Crazy. Also richtig cool. Er ist zwar, also er ist halt sozusagen aus dem Trab zum Schritt durchberitten, habe ich weitergetrieben und dann sind wir so aus dem Schritt da drüber gesprungen. Aber da war ich richtig stolz auf ihn, muss ich sagen. Dass er da so drüber geflogen ist, bin ich da so einen kleinen Schlenker geritten und dann gleich wieder zurück über den Graben. Also ich bin jetzt, glaube ich, insgesamt so viermal diesen Graben geritten, einfach um so ein bisschen Routine halt auch reinzukriegen. Jetzt bin ich nämlich wieder zurückgeritten. Zurück ging richtig gut, weil zurück ging ja auch Richtung Polly, also das war echt cool. Jetzt bin ich hier über diesen einen Baumstamm, der da vor mir liegt, gesprungen und auch, glaube ich, nochmal den Berg hoch. Ja, glaube schon. Und dann jetzt nochmal zu der tollen Kiste, die Quentino vorher so super fand. Die muss man schließlich gleich nochmal üben. Für die Routine, ne? Die war jetzt auch echt kein Problem mehr. Also wenn er dann einmal über eine Sache rübergesprungen ist, ist es echt kein Thema mehr. Ich habe einfach Schultern jetzt hinten gelassen, weitergetrieben, ein bisschen zu mir geholt. Und dann war das gar kein Problem. Und jetzt dann natürlich nochmal zum Graben. Habe einen jetzt nochmal aus dem Galopp versucht anzureiten.
ich sehe es jetzt nicht so, aber er ist mir dann nochmal dann zum Trab durchpariert und dann aber sofort wieder flüssig gesprungen. Ich denke, das würde noch nicht mal mehr als Verweigerung wahrscheinlich sogar gelten auf Turnier. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite, genau. Jetzt ging es dann nochmal, wo bin ich? Da bin ich. Ui, wo meine Firma rennt. Dann ist er doch nicht drüber gesprungen übrigens, sorry. Dann ist er jetzt drüber gesprungen. Dann brauchten wir doch noch einen weiteren Anlauf. Okay, Entschuldigung, ich korrigiere mich. Jetzt durch den Wald durch. Einmal hintenrum wieder weiße Planke und jetzt noch einmal den Graben zurück. Und diesmal ist er wirklich aus dem Galopp gesprungen. Es war das erste Mal, dass er in Brettschwitzi diesen Graben aus dem Galopp gesprungen ist. Das hat mich richtig, richtig, richtig dolle gefreut. Das war einfach ein cooler Abschluss. Und grundsätzlich fand ich das Training etwas durchwachsen, weil Quintino eben ein paar Mal gestoppt hat. Aber ich finde, wir haben uns dann ganz gut zusammengerauft. Und das war's jetzt auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!